Servus, willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Spiel am Sonntag um 13.30 Uhr in Regensburg. Ich begrüße recht herzlich alle anwesenden Journalisten, begrüße recht herzlich unseren Cheftrainer Robert Klaus und dich, Robert, bitte ich wie immer zunächst ums Personalupdate. Ja, hallo, auch von mir herzlich willkommen. Ja, Personalupdate, wir haben die Spieler, die noch in der Reha sind, mit Pascal Köpke, Paul Besong, Flo Hübner und Felix Lohkämper. Unterschiedlicher Stand, gehe ich jetzt aber nicht direkt darauf ein, haben wir immer wieder mal auch thematisiert. Wenn sie dann kurz vorm Mannschaftstraining sind, dann werde ich dann darüber auch ein bisschen detaillierter wieder Auskunft geben. Wir haben Fabian Nürnberger, der gestern eine Pause hat, individuell trainiert, ist heute wieder eingestiegen, kann auch morgen trainieren und ist fürs Spiel fit. Wir haben Nikola Dovedan, der gestern im Training einen kleinen Trainingsunfall hatte, zusammengerauscht mit den Köpfen mit Lino Tempelmann. Der hat an der Lippe einen Cut, musste genäht werden, ist ganz schön geschwollen alles, ist nichts kaputt. Ja, der hat heute gepausiert, wenn alles für die Schwellung bis morgen halbwegs abgeschwollen ist, dann kann er sicherlich morgen das Abschlusstraining mitmachen, aber da müssen wir einfach die Nacht noch abwarten, wie es da reagiert. Deswegen, dann noch ein kleines Fragezeichen. Hoffe aber, dass das bis morgen und spätestens bis zum Spiel ausreicht. Wir haben vier Spieler, die heute Abend bei der U21 im Einsatz sind. In Illertissen heute Abend ein wichtiges und schweres Spiel auch für die U21 mit Noel Knote, Linus Rosenlöcher, Tim Latteier und der Schleimi, der die Woche auch bei uns mittrainiert hat. Lukas Schleimer hat eine gute Entwicklung genommen in den letzten Wochen in der U21, hat jetzt die Woche bei uns die Chance bekommen mitzutrainieren und hat das auch gut gemacht und wird heute U21 spielen. Es kann sein, dass jemand von den vier Jungs auch noch Sonntag mit in den Kader nach Regensburg kommt. Das entscheide ich auch dann morgen, nachdem die Jungs wieder zurückgekommen sind, wie das dort aussieht. Gut, Robert, dann erstmal vielen Dank fürs Personalupdate und euch würde ich dann um die Fragen bitten, mit Handzeichen, mit virtuellem Handzeichen. Wer möchte starten? Gerne auch ohne virtuelles Handzeichen. Doch, da kommt eins. Jordan Raser von der Deutschen Presseagentur. Bitteschön. Ja, servus zusammen. Vielleicht mal ein, zwei Sätze zum Gegner. Was macht die Regensburger so stark diese Saison und was erwarten Sie für ein Spiel und vielleicht auch für eine Atmosphäre? Es sind ja, glaube ich, über 10.000 im Stadion. Ja, erst befreue ich mich, dass so viele Zuschauer da sein werden. Das Regensburger Stadion ist, finde ich, ein schönes Stadion und wenn da 10.000 drin sind, dann ist das richtig gut, eine richtig gute Atmosphäre. Da freue ich mich auch drauf. Die Regensburger zeichnet das aus, was sie auch letztes Jahr ausgezeichnet hat. Die sind eine sehr fleißige, laufstarke, sprintstarke, disziplinierte Mannschaft, die extrem kompakt arbeitet, die sehr mannschaftsdienlich arbeitet, die von der Geschlossenheit lebt. Was dieses Jahr dazugekommen ist, ist eine gewisse Leichtigkeit im Spiel nach vorne, was mit den Ergebnissen, glaube ich, auch einhergeht, dass sie sich Dinge zutrauen, dass sie da auch in den Spielen immer mal wieder auch richtige Entscheidungen treffen. Sie haben eine gute Stärke nach Standards, da haben sie viele Tore erzielt und das gepaart mit den Tugenden, die sie in den letzten Jahren ausgezeichnet hat, kommen dann diese Ergebnisse zustande. Nicht großartig überraschend. Sie stehen zu Recht da vorne. Sie haben die Ergebnisse so eingefahren in den Spielen. Und deswegen glaube ich, dass das einfach auch in Regensburg einen Verlauf oder Lohn der Arbeit ist, die sie in den letzten Jahren schon gemacht haben und gar nicht mehr so sehr von dieser Saison, sondern einfach, dass sie kontinuierlich an sich gearbeitet haben und dort auch immer wieder auch gute Entscheidungen treffen und das zeigt sich jetzt. Ob sie das bis zum Ende so durchziehen, muss man sehen. Das ist auch nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Mir geht es darum, wie können wir sie knacken am Wochenende und da lege ich im Moment viel meine Gedanken drauf. Wo wir die Zuschauer gerade angesprochen haben, aus Nürnberg oder in dem Umland vom Club kommen knapp 700 Fans mit. Vielleicht wird es noch der ein oder andere mehr, der sich noch nicht bei uns die Karten besorgt hat, sondern vielleicht auch vor Ort. Gibt es weitere Fragen? Wir schauen ins Virtuelle rund und sehen Wolfgang Lars von den Nürnberger Nachrichten als nächstes. Ja, hallo in die Runde. Herr Klaus, ich nehme dann gleich mal Ihre Aussage von gerade auf. Wie wollt ihr denn die Regensburger knacken?
Ja, das ist gegen Regensburg ist immer schwierig. Auf der einen Seite muss man die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, die Intensität aufnehmen, auch mitgehen, sonst wird man überrannt. Das ist ganz, ganz wichtig. Auf der anderen Seite darf man sich davon aber auch nicht zu sehr anstecken und verleiten lassen, sondern wir brauchen auch schon eine gewisse Ruhe und Ballsicherheit. Wir brauchen einen kühlen Kopf, um Entscheidungen zu treffen. Wir müssen schauen, dass wir nicht nur von Umschaltmoment zu Umschaltmoment hasten, sondern es geht einfach darum, dann auch immer wieder abzuwägen, wann können wir selber aufs Tempo gehen, wann nehmen wir das Tempo der Regensburger raus und wann gehen wir es mal komplett mit und bieten dort Paroli. Und darum wird es gehen in diesem Spiel. Das ist immer so gegen Regensburg und ich denke, dass das auch dann am Sonntag so sein wird. Bei Martin Funk habe ich gerade eine Hand hochgehen sehen. Dann ist er auch direkt dran. Martin Funk von der Bild. Hallo in die Runde, hallo Herr Klaus. Herr Klaus, man hat bei den Offensivbemühungen in der bisherigen Saison immer das Gefühl, dass eine große Abhängigkeit auch zu Mats Möller-Daly da ist, dass nahezu alle guten Angriffe immer über ihn laufen. Ist das so von Ihnen auch gewollt? Oder würden Sie sich wünschen, dass man die Abhängigkeit vielleicht ein bisschen verliert, damit die Gegner sich auch nicht so gut drauf einstellen? Im Moment hat man so das Gefühl, wenn Mats Möller-Daly ausfallen würde, dann würde ja mehr als nur das Herzstück eigentlich aller Offensivbemühungen auch ausfallen. Ja, ich definiere Mats gar nicht so nur ausschließlich über seine Rolle, was das Spiel nach vorne, sondern er ist auch ein sehr wichtiger Spieler im Spiel gegen den Ball. Wenn man mal sieht, dass er auf der 10 in der Raute gut steuert, gut anläuft, gute Entscheidungen trifft, das ist auch sehr, sehr wichtig. Natürlich ist er mit Ball auch ein sehr ballsicherer Spieler, aber gerade was so Wege in die Tiefe, Torgefahr, eigene Abschlüsse, haben wir auch andere Spieler, die natürlich dann immer wieder auch profitieren, wenn Mats sie in Szene setzt. Das ist auch seine Aufgabe. Das ist einfach so. Bis jetzt mussten wir noch nie auf ihn verzichten, deswegen kann ich die Frage noch nicht komplett beantworten, ob wir so sehr abhängig sind von ihm. Ich hoffe nicht. Würde mir natürlich aber auch wünschen, dass ich die Frage so beantworten kann, wenn es dann mal so ist, dass wir dann auch genauso durchschlagskräftig sind ohne ihn. Im Moment freuen wir uns, dass er da ist, dass er gut durchgekommen ist bis jetzt, dass er dann viele Spielminuten auch haben konnte. Aber wir haben ihn ja auch geholt, damit er einen Unterschied ausmachen kann. Also deswegen bin ich da jetzt nicht so traurig drüber, dass wir ihn brauchen auf dem Platz, weil dafür haben wir ihn ja auch geholt. Gibt es weitere Fragen? Jordan. Ja, vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zum eigenen Team. Das war ja, wenn ich es richtig gelesen habe, jetzt der beste Zweitligastart seit 21 Jahren. Wie heiß ist die Mannschaft denn generell und mit wie viel Rückenwind geht sie oder gehen Sie auch nach Regensburg? Ja, also die Statistik kenne ich jetzt nicht, höre ich zum ersten Mal. Ist aber, glaube ich, auch nicht relevant fürs Spiel am Wochenende oder für die Saison im Moment. Wir sind im Moment stabil, ja, das stimmt. Trotzdem dürfen wir jetzt nicht den Fehler machen, in Euphorie zu verfallen. Wir haben 5 Spiele in der Liga gespielt, wir haben da gepunktet. Wir haben 3 Unentschieden, 2 Siege, wir sind im Pokal weiter. Das ist gut. Aber da ist noch definitiv Luft nach oben. Wir fahren schon mit einem Selbstbewusstsein nach Regensburg, in dem Wissen, dass dort ein sehr starker Gegner auf uns wartet. Wir wissen, dass wir bis jetzt in jedem Spiel in der Lage waren, dreifach zu punkten. Wir haben es 2-mal geschafft, 3-mal nicht. Mir wäre es lieber gewesen, wir hätten es 1 oder 2-mal mehr noch geschafft. Das haben wir nicht geschafft. Deswegen haben wir dort noch Luft nach oben. Jedes Spiel war sehr eng, hätte auch in andere Richtungen kippen können und ich erwarte auch am Wochenende in Regensburg ein Spiel, was über die kleinen Momente entschieden wird, die in die eine oder in die andere Richtung kippen. Auch da hat man gesehen, wenn man sich die Spiele der Regensburger angeschaut hat, selbst die Spiele, die vom Ergebnis her klar waren, hatten immer Schlüsselmomente, wo das Spiel in die eine oder in die andere Richtung kippen konnte und sie sind häufig zugunsten von Regensburg gekippt und genauso war es auch in unseren Spielen. Und deswegen ist im Moment Fleiß angesagt, harte Arbeit, Konzentration, aber keine Euphorie und keine Träume und keine großartigen Statistiken, sondern einfach nur arbeiten jeden Tag. Wir machen weiter mit Wolfgang Lars. Klaus, welchen Eindruck haben Sie denn von Ihren beiden U21-Nationalspielern nach Ihrer Rückkehr? Erwarten Sie sich da jetzt auch nochmal einen Schub von den beiden nach dieser Nominierung? Ja, erstmal habe ich mich sehr gefreut über die Nominierung. Das habe ich, glaube ich, auch schon gesagt. Habe mich auch gefreut, als ich dann, besonders Tom natürlich, der beide Spiele über die komplette Spielzeit gemacht hat. Erik ist im ersten Spiel reingekommen. Habe mich sehr gefreut für beide, dass sie da ihren ersten U21-Einsatz hatten. Tom macht das Tor auch. Die kamen beide
mit einem Lächeln zurück, mit einem sehr guten Gefühl, haben davon berichtet, dass natürlich die Ergebnisse gepasst haben, aber auch die Stimmung innerhalb der Gruppe in der U21 sehr gut und sehr positiv war und sehr unterstützend. Und das finde ich gut, dass sie damit zum Lächeln zurückkommen. Man hat es auch jetzt auf dem Platz gesehen, dass sie dann einfach direkt auch das mitgenommen haben. Sie waren auch beide ja vorher in einer guten Verfassung. In dem Spiel gegen Karlsruhe haben sie beide auch eine gute Leistung gebracht. Deswegen hat sich das nahtlos eingefügt. Auch der Mats ist mit einem Lächeln aus Norwegen zurückgekommen. Die haben 7 Punkte geholt und er hatte eine gute Stimmung in der Gruppe. Deswegen, wenn es so läuft, die Spieler zurückkommen ohne Verletzungen, mit positiven Erlebnissen und Ergebnissen, dann sind Länderspielpausen immer gut. Martin Funk macht weiter. Eine Anschlussfrage zu Ihrer vorletzten Antwort, wo Sie von keiner Euphorie und keine Träume, die Sie im Moment erbitten, ist es mehr an Ihre Mannschaft, an das Umfeld gerichtet? Denn es ist ja logisch, dass nach 3 schlechten bis teilweise miserablen Spielzeiten viele nach Euphorie auch wieder lechzen beim ersten FC Nürnberg. Haben Sie eher Angst, dass die Mannschaft damit nicht so gut umgehen könnte, wenn man sie zu früh hochjatzen würde, oder das Umfeld oder beide? Erst grundsätzlich habe ich gar keine Angst. Ich bin einfach nur ein sehr realistischer Mensch, ein sehr pragmatischer Mensch, gerade was das anbetrifft. Und nach Negativerlebnissen kann man nicht sofort von ganz tief nach ganz oben gehen. Das ist selten möglich im Fußball. Es gibt immer Entwicklungen. Und wir sind 16. geworden als Club. Vorher sind wir aus der ersten Liga abgestiegen, dann sind wir 16. in der zweiten Liga geworden, dann sind wir 11. geworden in der zweiten Liga und aktuell befinden wir uns auf Tabellenplatz 5. So, das ist schon mal gut. Da haben wir schon mal eine Entwicklung. Also darum geht es mir. Und deswegen, was Leute im Umfeld wollen und dass sie auch Euphorie wollen und sehen, gerne, von mir aus gerne. Auch wenn einige Spieler euphorisch sind, wenn sie zur richtigen Zeit realistisch sind und weiter bodenständig bleiben und arbeiten, alles gut, jeder darf träumen. Aber ich bin ein ganz, ganz klarer Realist und mir geht es darum, die Gruppe, die Mannschaft und zu entwickeln und mitzuhelfen, den Verein weiterzuentwickeln. Und da ist jetzt der nächste Schritt angesagt. Und der nächste Schritt kann halt nicht sein, von Platz 11 vom Europapokal zu träumen. Gibt es weitere Fragen? Wer möchte noch? Wer hat noch nicht? Er hat zwar schon, aber er darf gerne noch mal. Wolfgang Lars. Herr Klaus, Herr Tempelmann hat sich jetzt ein gutes Spiel gemacht gegen Karlsruhe. Fabi Nürnberger war ein bisschen angeschlagen. In den letzten Tagen kann man davon ausgehen, dass Tempelmann auch in Regensburg seine Chance bekommt. Also Sie reden nicht gerne über Aufstellungen, aber in dem Fall drängt es ja fast ein bisschen auf, oder? Stimmt, ich rede nicht gerne über Aufstellungen. Wenn nichts Großartiges passiert, wird der Lino starten, weil er nicht nur ein gutes Spiel gegen Karlsruhe gemacht hat, auch davor schon gut gespielt hat, weil er eine gute Länderspielpause hatte. Das Testspiel in Stuttgart hat er auch gut bestritten. Er hat gut trainiert die Woche auch wieder. Deswegen wird er, wenn morgen im Abschlusstraining nicht noch irgendwas Unvorhergesehenes passiert, wird er auch am Sonntag in Regensburg starten. Auf welcher Position, in welcher Grundordnung, lasse ich offen. Da hat Wolfgang Lars direkt noch eine Frage. Kurze Nachfrage, was zeichnet ihn aus? Also was spricht gerade für ihn? Sie sagen ja nicht, dass etwas gegen einen spricht, wie jetzt gegen Nürnberger, sondern dass etwas für einen spricht. Also was spricht für Tempelmann in der jetzigen Situation? Genau. Grundsätzlich ist es nicht so, dass es gegen Fabi irgendwas spricht oder für Lino. Es geht darum, die beste Mannschaft zu finden. Also wir können auch mit Lino und Fabi zusammen spielen. Wir können auch mit Tom, Lino, Fabi, Thailand, können wir auch alle zusammen spielen. Ja? Also wir haben auch in Stuttgart mit Lino, Fabi und Thailand zusammen gespielt, auf anderen Positionen. Also das ist alles möglich. Deswegen geht es immer nicht der gegen den, sondern was passt am besten. Lino ist ein Spieler, der eine gute Dynamik zusammen mit einer gewissen Ballsicherheit paart. Das ist nicht ganz so häufig, das ist gut. Er ist ein guter Typ, der sich jetzt hier gut eingelebt hat, der unsere Abläufe verstanden hat, der im Training immer an Grenzen geht. Und das gefällt mir auch gut und deswegen glaube ich, dass wir an ihm noch viel Freude haben werden. Er ist gut ausgebildet, das sieht man und hat nicht umsonst auch schon in Freiburg Bundesliga-Minuten gesammelt, weil er auf dem Niveau einfach auch sich anpassen kann und das merkt man dann auch hier bei uns.
Und im Moment sind wir wirklich zufrieden mit der Entwicklung. Da ist noch Luft nach oben. Er kann noch an seiner Torgefährlichkeit arbeiten. Das hat jetzt gegen Karlsruhe das gut geklappt. An seiner Entscheidungsfindung kann er noch arbeiten. Aber das sind Themen, die hat jeder junge Spieler, auch er. Und deswegen werden wir da auch nicht bei ihm in Euphorie verfallen, wenn er mal ein schlechtes Spiel hat oder mal eine nicht ganz so gute Trainingswoche hat. Wir haben da Alternativen. Das ist gut. Das gefällt mir auch, dass wir da auch verschiedene Spielertypen haben, auf den Positionen, die in beide Richtungen arbeiten müssen, nach vorne und nach hinten. Und im Moment hat Lino gerade in der Phase jetzt eine gute Phase für sich und die sollte er nutzen. Rüber zu den Zahlen und den Statistiken zu Florian Zenger. Jetzt habe ich gar keine statistische Frage, sondern tatsächlich eine Frage zu jemandem im Regensburger Kader, den Sie auch ganz gut kennen, Herr Klaus. Sabrit Singh ist, jetzt kommt doch eine Zahl, der Spieler mit den meisten Vorlagen in der zweiten Liga, spielt mit die meisten Schlüsselpässe. Was macht er denn anders und was macht er besser als hier? Oder macht er gar nichts besser, sondern es ist einfach nur Zufall? Glaube ich, Zufall ist es nicht. Also Sadi ist ein Spieler mit extrem viel Potenzial und Talent, deswegen haben wir ihn ja auch letztes Jahr geholt, weil wir schon auch wussten, was er kann. Und wir sind von ihm waren von ihm letztes Jahr überzeugt. Ich bin immer noch von ihm überzeugt, dass er einfach den Sprung schaffen kann in den Profifußball und da auch eine gute Figur abgeben kann. Vielleicht war der Schritt letztes Jahr einfach noch nicht reif. Vielleicht war er nicht ganz gut vorbereitet, was ihn erwartet. Vielleicht haben wir ihn auch nicht ganz so gut eingegliedert hier in die Gruppe. Das sind alles Dinge, die wir natürlich auch selbstkritisch hinterfragen, die er auch selbstkritisch sicherlich hinterfragte, wo wir auch ein Gespräch dann nochmal geführt haben. Ich glaube, dass er das halbe Jahr danach genutzt hat zur Reflexion, dass er sich bewusst jetzt auch dafür entschieden hat, nach Regensburg zu gehen, dass er den Schritt in der zweiten Liga nochmal wagt und dass man jetzt auch sieht, dass er gelernt hat aus der Zeit, die er hier bei uns hatte. Das, was er jetzt dort zeigt, gerade die Momente nach vorn, die Assist, die Tore, auch die Bälle, die er spielt, das hat er hier immer wieder auch gezeigt, auch im Training und auch angedeutet. Die Effektivität hat ihm hier gefehlt am Anfang, auch ein bisschen das Pech. Ich erinnere nur an die Szene, zweiter Spieltag, Heimspiel gegen Sandhausen, alleine vorm Torwart, wenn er den reinmacht, läuft vielleicht seine komplette Saison ganz anders hier bei uns ab und dann hätten wir jetzt immer noch Freude an ihm. Das sind einfach so kleine Momente, die einen jungen Spieler in die eine oder in die andere Richtung drücken können und jetzt hat er die Schlüsselmomente auf seiner Seite gehabt, einfach in Regensburg und ja, ich freue mich da für ihn, hoffe natürlich, dass er am Sonntag keinen guten Tag hat in unserem Sinne, danach kann er gerne wieder auch scoren, das ist okay und ja, deswegen freue ich mich auch, ihn wiederzusehen und dann gucken wir, dass wir ihn gut im Griff haben am Sonntag. Gibt es noch weitere Fragen? Möchte noch jemand? Oder sind jetzt alle wunschlos glücklich? Dem scheint so zu sein. Dann sage ich erstmal vielen Dank an alle Journalisten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an dich, Robert. Und euch allen schon mal ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao. Danke. Ciao.